Menschen, die sich organisieren und gegen kapitalistische, rassistische, sexistische und andere Gewalt wehren, bekommen oft die volle Kraft der staatlichen Repression zu spüren. Haft als Sanktionierung politischen Widerstands ist inzwischen überall zum alltäglichen Problem geworden. Auch die Überwachungsparagraphen 129a und b dienen den Herrschenden dazu, nach Belieben Widerständige auszuspionieren und einzusperren, sowie ihre Angehörigen und Genossen einzuschüchtern. Güla Ferit Ünsal wird seit über einem Jahr im Lichtenberger Frauengefängnis festgehalten und nach Paragraph 129b in einem politischen Prozess in Moabit vermutlich demnächst als vermeintliche Terroristin verurteilt. Ein weiterer Hintergrund in diesem Schauprozess ist auch, dass das Interesse des deutschen Staates ungehindert polizeiliche Hoheit im europäischen Umland ausüben. Wir wollen verschiedene stattfindende Kämpfe gegen die Logik der Disziplinierung und Kontrolle zusammenbringen, ohne die ihnen eigenen Merkmale und Besonderheiten zu verwischen. Wir möchten, dass klar wird, warum der Knast uns alle angeht. Niemand ist frei, bis wir alle frei sind. Ist keine Phrase vergangener Tage. In Diskussionen tauchen immer wieder die Fragen auf, welche Gefangenen zu unterstützen seien und welche Alternativen den Knast ablösen könnten. Dabei wird deutlich, dass wir permanent gemeinsame Kritik üben müssen, um zu verhindern, dass der Komplex der verschiedenen Gefängnisse und Zwangsanstalten in unseren Köpfen überdauert. Wir wollen uns nicht der Lupe fügen, die den Knast am Leben erhält. Wir sehen die Überwindung aktueller Strafdiskurse, wie sie derzeit beispielsweise am Neuköllner Bezirksbürgermeister Buschkowski medial angefeuert werden, als wichtigen Bestandteil auf den Wegen zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft. Knäste zu Baulöcken! Vielen Jahren mal wieder gemeinsam vor einem Traumknast in Lichtenberg. Ein Knast, der von dieser Gesellschaft errichtet wurde, um Menschen wegzusperren, weil sie sich gegen Wertkonform verhalten haben. Es ist wichtig zu sehen, dass es verschiedene Arten von Knästen gibt, die sich in ihren Funktionsprinzipien und ihren Rechtfertigungsstrukturen gleichen und die wir gemeinsam bekämpfen. Der Knast, bei dem wir stehen, ist die sogenannte Aufnahmestation der Berliner Traumknäste. Das heißt, die meisten gefangenen Frauen werden hier zunächst eingewiesen und dann in die anderen Knäste in Berlin und Brandenburg verteilt. Außerdem befindet sich hier die Jugendstation für weibliche Jugendliche und das Drogenmädchen. Der Knast trennt. Trennung und Unterscheidung sind die Existenzgrundlagen, die überhaupt ermöglichen, dass in unserer Gesellschaft Knäste existieren. Innerhalb des Knastsystems wird zwischen Männern und Frauen unterschieden, zwischen denjenigen, die für bestimmte kriminelle Handlungen verurteilt werden, zwischen Menschen mit Aufenthaltsgruppen und ohne, politisch motivierten Straftätern und so weiter. Indem wir selbst in unseren Kämpfen zwischen Menschen unterscheiden, die nach unseren Definitionen schuldig, unschuldig, politisch, sozial und so weiter sind, bedienen wir uns derselben Logik und versuchen lediglich, Freiheiten für bestimmte Menschen zu erkämpfen. Wenn wir solche strengeren Maßstäbe weiterführen, ermöglichen wir, dass bestimmte Menschen weiter heilig und ausgeschlossen werden, mit denen wir uns nicht auseinandersetzen. Wir müssen anfangen, eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen und somit den Knastkomplex umzustellen. Probleme zwischen Menschen werden nicht mit Aufklärungsverfahren gelöst. In unserer Gesellschaft werden Probleme genutzt, um gemeinschaftliche Identitäten aufzubauen, die gesellschaftliche Verantwortung an Einzelnen zu verweisen und diese schuldig zu sprechen. Menschen in einer Gesellschaft, die Knäste schafft und befürwortet, geben ihre Eigenverantwortlichkeit an staatliche Institutionen ab, womit sie ihren Handlungsspielraum einbringen und das Gefühl und Ideen eines respektvollen und solidarischen Umgangs verlieren. Wenn wir heute Nachmittag vor diesem Knast stehen und heute Nacht vor einem anderen, wird es ein Schritt in den Knastkomplex, der sich nicht nur in Gebäuden verorten lässt, anzufallen und zu überwinden. Wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die Knäste für notwendig hält. Wir wollen keine Alternativen dafür ausarbeiten, keine Reform. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der Knäste und andere Zwangsverfahren verhindert werden.